Herzlich willkommen zur nächsten Hometown Story Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin Suibo. Und wir machen natürlich dort weiter, wo wir aufgehört haben. Bin mir zwar nicht ganz sicher, was wir zuletzt gemacht haben, aber das werden wir natürlich herausfinden. Ich glaube, wir müssen heute mal wieder ein bisschen was abverkaufen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Machen wir erstmal unseren Laden auf. Voll scheint er ja zu sein. Ich denke, wir hatten auch die Sachen wieder hingelegt. Genau, so zum Großteil zumindest. Haben wir da jetzt aktuell noch was? Ein kleines bisschen was haben wir da noch? Ja. Okay. Dann schauen wir mal, was sich heute so ergibt. Da ist schon was weggenommen worden. Ich wollte 10 Sachen behalten von jeder Sorte zumindest. Daran halten wir uns auch. Fangen wir mal lieber erstmal an mit Essenssachen, dass wir die noch loswerden. Da fehlt auch schon wieder was. Na komm schon. Dann gucken wir, dass wir heute das ganze Essen loswerden. Ich denke, das ist auf jeden Fall möglich. Zack. Na, wo gehst du hin? Zack. Na, Dame, du auch. Ein Silber. Uiuiui. Jetzt holen sie aber gerade alles weg. Sind ja gar nicht mehr zu stoppen. So, verkaufen wir erstmal. Zack, zack, zack. Danke, danke, danke. Gucken, ob noch eine 7. kommt. Oder ein 7. Nein. Mittlerweile sind wir schon bei 1,3 Millionen. Ist auch der Wahnsinn, was wir hier an Kohle haben. Im Prinzip könnten wir den Laden schließen und müssten nie wieder was arbeiten. Wenn man so will. Die Frage ist halt, wie wir die restlichen Teile noch bekommen für die Heiratsfeder, weil heiraten wollte ich doch ganz gerne noch. Muss ich gestehen. Wie, du hast nichts gefunden. Wie geht das denn? Der ganze Laden ist doch voll. Eieiei. Diese Kinder von heute. Na, Aubergine? Hui, da sind jetzt 3 Sachen auf einmal weggegangen. Und noch was. Sehr schön, sehr schön. Abverkaufen. Genau so, genau so, genau so. Sehr schön. Da kommt noch jemand. Ah, jawohl, noch die Kette aufrechterhalten. So, was haben wir denn noch? Irgendwo ist da bestimmt noch was frei. Da wurde was weggenommen. 5 Essen noch. Dann ist das Essen wieder leer. 4 3 2. Oh, die ruhig. Du und Pochika, ihr seid wirklich gute Freunde. Und dazu ein tolles Team. Ja, danke. Na, was möchtest du? Du nimmst das da weg. 1 noch, das letzte Essen für heute. Bitteschön. Dann geht's weiter mit den Herzen, würde ich sagen. Wird die noch hinlegen. Jetzt verkaufen wir erstmal, weil die Rouge dabei steht. Zack, zack. Genau so. Und nicht anders. Weißes Croissant hat die Rouge gekauft. Nicht schlecht. Da ist was frei. Oben war auch noch was frei. Und da auch wieder. Und nur noch 3 Stück von den Erzen hier. Dann sind sie auch schon alle wieder weg. Das geht so flott. Das ist echt der Wahnsinn. So, die will ich noch alle weg haben. Dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Obst auslegen. Würde ich sagen. So, das war glaube ich alle davon, genau. Dann schauen wir mal, was wir so an Obst haben. Ein bisschen Milch haben wir auch noch.
2 Milch können wir noch stellen. Oder? Da können wir was hinstellen. Zack. Zack. Frag mich ja, ob es irgendwie bei 9 Millionen dann ein Cap gibt. Werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, aber interessant wäre es doch, ob es so eine Art Gold Cap gibt. Da haben wir noch einen Platz frei. Zack. So, das war jetzt mit Milch. Noch 2 Eier können wir noch verkaufen. Da zum einen. Und da zum anderen. So, dann können wir hier noch ein paar Eier auslegen. Und dort. Ich finde es halt alles in allem ein bisschen schade, dass hier so wenig Story einfach nebenbei ist. Und so wenig zu tun ist. Aber naja. Heiraten wollen wir auf alle Fälle noch. So viel steht fest. Sie hat eine Suppe gefunden. Bitteschön. Bitteschön. Zack. Der Warmor was gefunden oder eher nicht? Der ist jetzt schon sauer, weil er so viel rumrennen muss. Eine Suppe. Da hinten hat er sie weggenommen. 3 Eier noch. Von den großen. Dann sind die auch voll. So, das waren alle. Dann haben wir noch goldene Eier. Und der Händler ist auch schon wieder da. Schauen wir mal, was der uns heute zu verkaufen hat. Ich möchte eigentlich nichts weiter kaufen, außer die besonderen Sachen. Das hier und das da. Das und das kaufen wir auch noch und das war's. Vielen Dank. Mehr will ich heute nicht. Ich will erstmal ein bisschen meine Waren loswerden. Ich denke, wir haben mehr als genug zum Verkaufen. Dann brauchen wir jetzt hier nicht nochmal so viel holen. Kriegen die Sachen ja eh nie weg. So, ein Ei noch. Dann war's das wieder mit den Eiern. So, die sind auch weg. Perfekt. Ich denke, die Käse und die Butter behalten wir mal. Das sind definitiv Kochsachen. Gucken wir mal hier unten bei den goldenen Sachen, denke ich mal, dass wir die ein bisschen loswerden. Haben wir nämlich auch mehr als genügend von. Von dem goldenen Kürbis. Wobei das hier Tomaten sind. Der Kürbis kommt erst noch. So. Oh, da stehen wieder 3 Stück. Abverkaufen. Du auch noch, okay. Du kaufst sogar ein goldenes Ei, das freut mich. Da ist wieder was frei und dort auch. Gut, gut, gut. Na, Opa, was darf es denn sein? Eine Sichel, uiuiui. Ui, ui. Oh, die Haruka hat was gefunden. Und die Schneiderin auch. Das ist ja schön. Müssen wir gleich abkassieren. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sie hat sogar was. Was hat die denn? Die Haruka. Sebo, ich will dir das Ergebnis von Mios Glücksrezept zeigen. Ich möchte, dass du mein Essen probierst. Kommst du mit zu mir? Was meinst du damit? Heißt das etwa... Oje. Mach dich nicht über mich lustig, Portugal. Ja, natürlich gehen wir mit hin, würde ich sagen. Ich glaube, das Glücksrezept ging doch darum, dass sie für jemanden kocht, den sie liebt. Und deswegen hat Portugal das gesagt. Es ist angerichtet. Sebo, probier doch mal. Mios Glücksrezept, es scheint zu wirken.
Sehr gut. So einfach ist es. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben schon mehr als genug von den Tomaten ausgelegt, sehe ich gerade. Müssen wir jetzt hier, was haben wir denn da? Zwiebeln sind das, glaube ich. Müssen wir Zwiebeln weiter auslegen. Da einmal und hier einmal. Und dort auch nochmal. Und hier. Und da. So schnell geht das. Sehr gut, sehr gut. Da ist wieder ein Platz frei. Nee. Nee. Na, was ist bei dir los? Hast du kein Spielzeug für Vögelchen zum Verkauf? Ich glaube nicht, tut mir leid. Eins und zwei. Und was Neues. Hast du noch was gefunden? Na, Hacke. Bitteschön. Zwei Stück können wir noch auslegen. Von den Zwiebeln. Na, was machst du hier? Der hat die Angel gekauft. Cool. So, weitere Kürbisse liegen. Also der Ganso hat die Angel gekauft. Sehr gut, sehr gut. Oder war sogar der Bobo? Der war ja noch nie bei uns, glaube ich. Also wirklich ganz selten, dass der sich mal hier zu uns verirrt. Das überrascht mich. Aber gut. Soll mir ja recht sein, Kunde ist Kunde. Und der Kunde ist König. Ach, du hast was gefunden. Da außen hat er es weggeholt. Bitteschön. Du hast was gefunden, du hast da auch was geklaut. Zwei Stück noch von den Kürbissen. Mit euch drei da. Die drei im Eck. Du hast was gefunden. Gut. Was mit euch? Zwei Stück abgehauen. Nicht so schön. Da fehlt was. Eins geht noch. Und so, das waren wieder alle davon. Jetzt geht's mit goldenen Karotten weiter. Lass mal verkaufen. Der Lack oder der Luke waren auch da. Die verkaufen was. Sehr schön. Ein bisschen Toast hat er gekauft. Die Karotte. Noch eine und noch eine. So läuft das alles hier im Gold. Richtig krass. Na, 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 na. Ist hier noch was oder hier nicht so? Sieht's denn aus, meine Beste? Ein Ei darf sein, okay. Cool. So, verkaufen wir gerade mal wieder. 3 und 4. Sehr gut. Da gibt's wieder was. Ich habe noch mehr goldene Karotten, meine Leute hier. Die stehen nicht so sehr auf goldenes Gemüse, habe ich das Gefühl. Ja, sage ich ja. Bisschen ärgerlich. Da oben nochmal. Schon wieder 22 Uhr hier. Ging richtig schnell. So, die Karotten haben wir auch alle liegen. Und es fängt hier. Ist nur am Klingeln hier in einer Tour. Goldener Mais als nächstes. Da liegt der erste schon mal. Und euch hier, zack. Kaum was weg, ist schon wieder was Neues da. Dann verkaufen wir erstmal. Das ist eine ganz schön lange Schlange. Gucken wir mal, dass wir die bis zum Ende hinhalten hier. Die Schlange.
dass wir den vollen Bonus abkassieren. Acht Stück schon. Und Nummer 9. Und 10. 11. Und 12. Und 13. 14. 15. Oh, das könnte sogar eine 20er Reihenfolge werden. Oder Verkaufsfolge. Sieht doch gut aus. 20. Oh, ich war zu langsam. Ich habe nicht auf die Uhrzeit geachtet eben. Naja, oh, das ist der dritte Monat. Der erste Tag. Wir hatten genauso viel Verkauf wie gestern, aber mehr Besucher. Das ist doch cool. Das legen wir erstmal wieder alles hin. So, da ist noch was frei. Hier auch, dort und da. Und da sind aber auch wieder der Mais leer. Wenn wir mit dem normalen Mais weitermachen. Davon haben wir nämlich auch noch ein bisschen was übrig. Das war es aber auch schon wieder. Dann Karotten. Zack. So, das war's dann aber auch. Dann gehen wir mal schlafen. Ab ins Bettchen mit Tagebucheintrag. Genau. Zack. Ups, jetzt den Spanier nicht gespeichert. Speichern. Und dann machen wir natürlich auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.